Was jetzt kommt, ist für die Story relevant. Der Ganon hat die Zelda in den Kristall verbannt. Dann kommt der Zelda im blauen Gewand. Im Standard-Ganon-Fight ist die Gefahr gleich gebannt. Doch da hat sich der Zelda verrannt. Denn der Dreizack von Ganon dreht durch, was ne Schand. Aus dem Dreizack läuft Soße, der Zelda fällt rein. Die Zelda kann entkommen, doch ist jetzt allein. Echoes of Wisdom, Welten aus Plastik, verdoppelte Kisten, mucho fantastic. Copy and Paste, Stab, Stapel zum Ziel. Echoes of Wisdom, das neue Spiel. Zelda in der Hauptrolle, der Zelda ist passé. Woher hat die Zelda plötzlich Zauberstab und Fee? Und warum sieht die ganze Welt so wie Playmobil aus? Die Grafik wurde rund gelutscht, das war ein Grafikschmaus. Echoes of Wisdom wie Polypropylen. Verdoppelte Kisten, das musst du dir ansehen. Copy and Paste, Stab, stapel dich zum Ziel. Echoes of Wisdom, das neue Spiel. Man kann im Übrigen Monster mit Stein bewerfen und für sich kämpfen lassen. Echoes of Wisdom, wie Polymer. Verdoppelte Kisten, als gäbe es kein Morgen mehr. Copy and Paste, Stab, stapel dich hinauf. Echoes of Wisdom, ich rate dir zum Kauf. Echoes of Wisdom, wie Granulat, verdoppelte Kisten und schreite zur Tat. Copy and Paste, Stab, stapel dich im Ohr. Echoes of Wisdom, wir singen im Chor. Copy and Paste. Einfach Bettenstapel, um über eine Mauer zu kommen. Ich sehe da echt einen Hit.